Das ist das meistverkaufte SUV der Welt. Mehr als 9 Millionen Modelle sind seit 1994 auf die Straßen gekommen. Damit gibt es mehr RAV4 auf der Welt als Menschen, die Fuck You Goethe 3 im Kino gesehen haben. Das gibt einem Hoffnung. In Deutschland ist er allerdings vergleichsweise unbeliebt. Im letzten Jahr waren es 3.830 Neuzulassungen. Der Ford Kuga wurde in derselben Zeit über 22.000 Mal neu zugelassen. Haben die Deutschen einfach keine Ahnung oder weiß der Rest der Welt etwas über dieses Auto, was wir nicht wissen? Hier sind 5 Gründe, warum dieses Auto beliebter ist als deutsche Kinofilme. Und anschließend kommen 5 Gründe, die den RAV4 doch nicht so gut aussehen lassen. Bleibt bis zum Ende dran, dann verrate ich euch die 3 besten Alternativen zu diesem Auto. Grund Nummer 1. Zuverlässigkeit. Toyota steht für Zuverlässigkeit, das bestätigt auch der TÜV Report 2024. Das aktuelle Modell, also Modelle, die nicht älter als 2 bis 3 Jahre alt sind, schneidet darin sehr gut ab. Der RAV4 landet auf Platz 8 von 111 untersuchten Fahrzeugen, was ist ziemlich gut. Auch bei der Mängelquote ist er in allen Kategorien unter Durchschnitt. Unter Durchschnitt ist in diesem Fall positiv. Aber bei älteren Modellen sieht es ein bisschen anders aus, also beim Vorgänger. Modelle, die 4 bis 5 Jahre alt sind, fallen mit Mängeln auf, nämlich bei der Achsaufhängung und bei der Funktion der Bremse. Da muss man genauer hinschauen. Grund Nummer 2, Verbrauch. Dieser graue Quader ist ein Vierzylinder-Benziner mit für heutige Verhältnisse verdammt viel Hubraum. 2,5 Liter sind es. Der Verbrenner ist mit 2 Elektromotoren gepaart, die jeweils an Vorder- und Hinterachse sitzen. Die Systemleistung beläuft sich damit auf 222 PS. Erstaunlicherweise säuft der Motor nicht exzessiv. Offiziell ist er mit 5,8 Litern angegeben. Das ist natürlich etwas optimistisch, aber nicht absurd unrealistisch. In der Stadt verbraucht er beispielsweise unter realen Bedingungen rund 6 Liter. Hier hilft das Hybridsystem besonders. Auf der Autobahn bei 130 sind es 7,5 Liter. Das ist zwar ein merklicher Sprung, aber ganz okay für ein Auto, das in seiner schwersten Ausstattungsvariante knapp über 1,8 Tonnen wiegt und über eine wenig aerodynamische Stirnfläche verfügt. Grund Nummer 3, Fahrverhalten. 1,5 Kilometer soll dieses Auto rein elektrisch fahren können. Ah, und da ist schon der Motor. Also theoretisch, wenn der Akkustand ausreichend ist, sollte ich 1,5 Kilometer rein elektrisch fahren können bei einer Geschwindigkeit unterhalb von 50 km/h. Das Auto ist auch bequem, Abrollkomfort ist ganz gut. Er wankt natürlich, er ist schon so ein bisschen breiig. Das ist keines von diesen Sport-SUVs, so hier durch den Kreisverkehr merkt man's. Ist nicht das leichteste Auto der Welt, klar, aber insgesamt ist das schon in Ordnung. Also so ein Toyota Land Cruiser, ein moderner zumindest, fährt ähnlich. Also nichts Außergewöhnliches in dem Sinn, aber auch weder schlecht noch toll. Es ist einfach, jupp, das geht in Ordnung. Von 0 auf 100 ist dieses Auto in 8,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit sind 180 km/h. Und die Rückfahrkamera hat auch diese Transparenz, was das Auto angeht. Ich kann also hier, oh, schaut euch das an. Ich kann hier also schauen, wo sind meine unübersichtlichen Stellen am Auto und ich kann gleichzeitig unter das Auto schauen. Scannt also den Boden und dann sehe ich, was unter mir passiert. Alles in allem ist das die Mindesterfüllung von dem, was man von so einem Auto erwartet, würde ich sagen. Gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren, aber die Funktionen sind jetzt nicht außergewöhnlich. Aber es ist einfach solide. Grund Nummer 4. Platz. Wie die meisten Autos ist der RAV4 über die letzten Jahre immer größer geworden. Inzwischen hat er einen Radstand von fast 2,70 Meter. Das ist mehr als beim Vorgänger und hat zur Folge, dass der Innenraum nun menschenfreundlicher für die Besitzer langer Gliedmaßen geworden ist. Sogar eine Babygiraffe kann problemlos hinten sitzen, während eine andere Babygiraffe am Steuer sitzt. Was nicht ganz ideal ist, es gibt keine verschiebbare Rückbank. Konkurrenzmodelle bieten sowas an. Der Kofferraum fällt mit 580 bis 1690 Litern in Ordnung aus. In der Plug-in-Hybrid-Variante schrumpft der Platz allerdings ein bisschen. Grund Nummer 5. Bedienung und Design. Es ist ein bisschen unklar, ob die Mischung aus echten Knöpfen und Touchbedienung Absicht war oder ob lediglich die alte Technik aus Kostengründen herhalten musste. Das Ergebnis ist auf jeden Fall einfach zu bedienen, auch während der Fahrt. Ob Zufall oder nicht, Toyota hat hier vieles richtig gemacht. Die wichtigsten Funktionen sind schnell erreichbar und nicht im 12. Untermenü versteckt. Das Außendesign nennt Toyota übrigens Polygonal oder Polygonal Design. Das bedeutet, hier gibt es viele Ecken und Kanten. Mir persönlich gefällt das. Ich bin auch ein Fan von Suzuki Jimny und Mercedes G-Klasse, kann mir aber vorstellen, dass das Aussehen nicht alle begeistert. Möglicherweise ist das einer der Gründe, weshalb die Kiste in Deutschland nicht ganz so beliebt ist. Ich finde, das Design ist trotzdem ein Positivpunkt, weil es nicht langweilig aussieht.
Das spricht also für den RAV4, aber an ihm ist nicht alles perfekt. Hier sind 5 Gründe, die gegen dieses Auto sprechen. Am Ende erfahrt ihr 3 interessante Alternativen. Für unseren YouTube-Kanal gibt es aber keine Alternative. Deswegen solltet ihr ihn unbedingt abonnieren. Und wenn ihr gerade nach den besten Preisen für die unterschiedlichsten Neuwagen sucht, geht auf carwow.de. Egal was du suchst, bei CarWow findest du das Auto, das zu dir passt. Schnell, einfach und ohne Stress. Spare jetzt bei Autokauf und Leasing auf carwow.de. Grund Nummer 1, die Motorenauswahl. In Deutschland gibt es nur einen Motor, das ist der 2,5 Liter Vierzylinder. In diesem Fall handelt es sich um die Allrad-Variante mit 222 PS. Es gibt ihn auch noch als reinen Fronttriebler, da leistet er 218 PS. Und dann bekommt man eine Plug-in-Hybrid-Variante, die bringt es auf 306 PS. Kann übrigens bis zu 75 km rein elektrisch fahren. Und das war's. Diesel gibt es nicht. Bei vielen Konkurrenten bekommt man mehr Auswahl. Grund Nummer 2, Anhängelast. Wenn man sich für den Basis-RAV4 mit Frontantrieb entscheidet, bekommt man eine klägliche Anhängelast von maximal 800 Kilo. Und das ist der Wert für einen gebremsten Anhänger. Ein Kaltblutpferd zwingt dieses Auto problemlos in die Knie, selbst wenn es im leichtesten Anhänger der Welt steht. Das Auto, das ihr hier seht, ist die Adventure-Ausstattung mit Allradantrieb. Das Modell darf bis zu 1650 Kilo ziehen. Auch kein Fabelwert. In dieser Klasse sollte mindestens 2 Tonnen problemlos möglich sein. Die Adventure-Ausstattung kostet mit 55.590 Euro rund 15.000 Euro mehr als die Basis-Variante. Grund Nummer 3? Er hat einen rauen Verbrennungsmotor. Wenn man relativ langsam fährt, fällt einem nicht auf, dass dieser Motor richtig grobschlächtig und lärmend wird. Aber ich beschleunige jetzt mal von, was fahre ich gerade, 37 km/h, 36, beschleunige jetzt mal hier auf Landstraßengeschwindigkeit. Und es ist wahrscheinlich weniger die Schuld vom Motor, als auch der Motor in Kombination mit diesem CVT. Es macht immer einen Radau und vor allem auf der Autobahn ist das relativ ermüdend. Und naja, die Drehzahl ist immer akustisch zu hoch. Also das Schlimmste, was man von CVT-Getrieben eben kennt. Und der Antritt ist auch nicht spektakulär. Grund Nummer 4, Größe und Innenraum. Die erste Generation von diesem Auto hatte eine Länge von 3,72 Meter. Damals bedeutete Kompakt-SUV scheinbar etwas anderes als heute, denn das aktuelle Modell misst 4,60 Meter. Wie ich am Anfang gesagt habe, bringt das Vorteile beim Platz. Die Nachteile beim Rangieren und Parken gleichen das wiederum etwas aus. Ja, ich weiß, die anderen Autos in dieser Klasse sind auch so groß und die Kunden wollen keine kleinen Autos und deswegen muss Toyota das machen. Es liegt aber nicht nur daran. Seit 2018 gibt es den Avensis nicht mehr und der RAV4 soll jetzt die eierlegende Wollmilchsau sein, die den Familienkombi ersetzt und gleichzeitig mit SUV-Tät glänzt. Der Innenraum glänzt nicht, jedenfalls nicht mit Schönheit. Das Ganze hat die Ästhetik eines Nutzfahrzeugs, so ein bisschen jedenfalls. Ich bin der Letzte, der nach Kaviar beschichteten Platin-Türgriffen schreit oder was auch immer. Aber man darf nicht vergessen, dass man für diese Kabine mindestens 55.590 Euro bezahlen muss. Grund Nummer 5 sind die Schwächen in Extremsituationen. Wahrscheinlich testen die wenigsten RAV4-Besitzer die Grenzen ihres Hybridboliden, aber eventuell kommt es unfreiwillig dazu, zum Beispiel bei einer Notfallbremsung. Der ADAC hat den Bremsweg unter Realbedingungen ermittelt und kommt auf 38,4 Meter. Die meisten Konkurrenten des RAV4 stoppen früher. Welche Möglichkeiten hat man jetzt, wenn man mit dem Auto nicht so richtig warm wird? Da wäre die offensichtlichste, und ich schäme mich schon fast, es zu sagen, weil sie so offensichtlich ist, der VW Tiguan. Ist jetzt neu rausgekommen, hat ein riesiges Motorenangebot. Ich verlinke euch mal irgendwo das Video, was ich dazu gemacht habe, falls euch das interessiert. Und eine andere Alternative ist der Honda CR-V. Preislich ähnlich, aber auch nicht gewöhnlich. Und dann gibt es noch den Ford Kuga. Der ist ein bisschen günstiger, aber auch ein solides Angebot. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked, abonniert den Kanal, geht auf carwow.de für die besten Angebote für Neuwagen. Hier gibt es andere Videos von uns und bis zum nächsten Mal.